muss sagen, ist ja viel spannender. Ja, oder wo? Ist ja viel spannender geworden. Eine Mütze. Ja. Ich will ansetzen, also hab ich jetzt gehört. Guck mal an. Ja, dann kann ich ja auch schon mal darunter in das Wasserloch ziehen. Wer hat das denn weggetreten da? Keine Ahnung. Wir kamen einen Tag vorbei, da war alles weg. Das ist aber jetzt viel spannender. Wieso, was muss man groß ausfüllen, wenn er das hier? Ja gut, wenn du aus der Kleinunternehmerregelung rausfällst. Ah, passt doch, ist gut. Hält sich. Solange die Vorderachse zieht, ist alles in Ordnung. Ja, okay. Ja, gut, dann kommt noch hier Handwerkskammer und was weiß ich, was da alles. Verpackungsregister müsste ausfüllen. Ja, und das hat direkt hoch ansetzen müssen. Wenig Sorgen machen bei dem Atomkopf. Oder unten lang hangeln gehe ich vielleicht. Ja, das ist doch gut. Baum hinten drin. Ich wäre für den zweiten Gang. Die Chicken Line. Ja, ja. Ja. Oder Sherpa Eco. Ich gucke mal beim Boris seinen Toyota. Also der macht mir einen sehr guten Eindruck. Ach, der lackierte da. Ja. Cool aus. Ja, nee, allein die Unterkonstruktion, die Konzeption davon, finde ich gut. Ist wie beim Eco. Wenn du noch drankommst, so. Ja, dann das ist ein gutes Angebot, kannst du immer nehmen. Rilly Friedman ist immer top. Also den Einser würde ich immer nehmen. Aber nicht den mit Portalachse, sondern den anderen. Den normalen Achsen. Ja, ja.
Oder ein Sherpa Eco. Richtig. Kann man mal ein Auto geben, kann man mal ausprobieren. Ja. Der Peter hat so viel Gewicht, der ist in das Ding reingebaut. Ich sehe nicht, wie er fällt. Bringt die Kamera vorne drin dann auch nichts, oder? Ja, nur so. Die entscheidenden Sachen, wo die Reifen arbeiten, siehst du dann nicht. Dann setzt die Hinterachse ein bisschen runterrutschen. Ja. Ja, solange die Vorderachse hält, alles top.